Moin meine Lieben, schön, dass ihr wieder in mein neues Video geklickt habt. Heute dachte ich, wir machen ein Video zu dem Thema ein Produkt zu jeder Kategorie. Ja, ich machte vor kurzem mal wieder ein Instagram Live. Wenn ihr mich also öfter live sehen wollt, solltet ihr auf jeden Fall meinem Instagram-Account folgen. Da bin ich relativ aktiv. Das Einzige, was ich noch nicht so für mich entdeckt habe, ist dieses Insta-Stories. Ich tue mich da irgendwie schwer mit, aber ich gebe mir sehr viel Mühe, dass das mehr wird, damit ihr auch einfach mehr in meinen Alltag mit eintauchen könnt. Und ja, als ich dann mein Instagram Live machte, habe ich einfach mal nach Videowünschen gefragt und das war auf jeden Fall ein angefragtes Video, dass ihr halt gerne wissen möchtet, aus welcher Kategorie ich welches Produkt einfach bevorzuge. Und ja, ich fand das eine ganz witzige Idee, deswegen sind wir heute hier und ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Video. Wie wir alle wissen, geht's los im Gesicht mit dem Primer. Ich habe mich entschieden für das Smashbox Photo Finish Primer Water. Das ist dieses hier. Wie ihr seht, verwende ich es auch ganz gut. Ich habe auch schon öfter geäußert, dass ich so ein bisschen ambivalent diesem Produkt gegenüber bin. Ich muss euch aber sagen, dass es meine Gesichtshaut wirklich schön vorbereitet. Hat es jetzt einen Effekt auf die Haltbarkeit meines Make-ups? Das kann ich euch wirklich nicht beantworten. Aber meine Haut fühlt sich gut durchfeuchtet an. Ich habe das Gefühl, dass es eine gute Basis ist. Und ja, dementsprechend finde ich dieses Produkt wirklich schön und würde es definitiv auch als mein Primer der Wahl betiteln. Als ich so meine Produkte rausgesucht habe zu den einzelnen Kategorien, habe ich immer versucht, mich zu versetzen in so eine einsame Inselsituation. Und das hat mir das tatsächlich auch ein bisschen einfacher gemacht. Ich habe jetzt wirklich, natürlich liebe ich die Vielfalt von Produkten, deswegen liebe ich Beauty und Kosmetik sowieso und im Allgemeinen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel das Thema Foundation betrachten, kann ich euch definitiv sagen, ich würde eine spezielle Art allen anderen bevorzugen. Ich würde zum einen immer einer matten Foundation den Vorzug geben. Das liegt alleine an meiner Gesichtshaut. Ich bin eine Mischhaut mit Tendenz zur Ölbildung. Dementsprechend ist matt für mich immer sowieso die sicherere Bank, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich finde halt, dass das, was gegebenenfalls die Basis einem nicht an Glow gibt, man auch mit anderen Produkten eben aufbauen kann. Dementsprechend würde ich immer eine matte Basis wählen. Und ich laufe wirklich seit Jahren gut mit dem MAC Studio Fix Powder. Es ist ein ganz tolles Produkt. Sie haben eine sehr gute Farbauswahl, wie ich finde. Und ich finde die Produkte auch, was das Preissegment angeht, noch okay. Also so ein Teil liegt bei irgendwie, ich nagel mich fest, um die 30 Euro. Und man kommt da wirklich lange mit längs. Man kann vor allem, was ich ganz toll finde, eben auch das Ergebnis selbst bestimmen. Ihr könnt wirklich nur ein ganz klein bisschen drüber gehen. Dann ist es eine leichte bis mittlere Deckkraft. Und ihr könnt auch richtig voll in den Hafen gehen. Und habt dann wirklich auch eine volle Deckkraft. Ich finde das Produkt super. Durch das Auftragen eines Setting Sprays wird dann auch immer ganz gerne der Pudereffekt weggenommen. Von daher würde ich immer so eine Art von Foundation bevorzugen. Beim Thema Concealer war es für mich tatsächlich dann schon ein bisschen schwieriger. Ich habe mich da jetzt aber für ein sehr geliebtes Produkt entschieden, weil ich es einfach schon jahrelang immer wieder sehr gerne verwende. Und zwar ist es der Maybelline Anti-Age Effekt der Löscher Auge. Das ist dieses Teil hier. Habt ihr auch schon garantiert in anderen Videos gesehen. Es ist ein sehr beliebter Concealer hier bei uns auf dem deutschen Markt. Und ja, ganz zu Recht. Ich weiß, viele Leute haben Probleme mit dem Schwammapplikator. Das stört mich persönlich nicht, weil ich verwende dieses Teil nur auf meinem eigenen Gesicht. Von daher habe ich da keine Schmerzen mit. Dann, was auch immer sehr viel kritisiert wird, in Anführungsstrichen kritisiert, ist, dass das Produkt auch etwas austrocknend ist, was natürlich bei Leuten, die eine trockene Haut haben, so ein bisschen negativ einfach ist, muss man wirklich fairerweise sagen. Das ist einfach nicht mein Problem. Ich habe einfach wirklich eine sehr, sehr gut feuchte und gut ölige Haut. Dementsprechend funktioniert das Teil für mich hervorragend. Was ich spitze finde, ist die Deckkraft dieses Produkts. Ich komme damit super klar im unteren Augenbereich. Und ja, den würde ich also immer mit auf eine einsame Insel nehmen. Dann kommt für mich die Kategorie Puder. Da habe ich, fiel es mir auch, mir persönlich relativ leicht, mich festzusetzen. Und zwar habe ich mich für mein P2 Dive into Beauty Silky Smooth Compact Powder entschieden. Das ist wirklich einfach eine ehrliche Ansage. Ihr seht hier anhand der Abnutzung, dass ich dieses Produkt einfach wirklich feiere. Es ist ein Limited Edition Produkt, was für mich natürlich immer so ein bisschen blöd ist, weil Limited Edition gibt es einfach nicht immer, wie das Wort schon sagt. Und ich bin selber sehr traurig, dass ich dieses Produkt einfach so
nicht mehr nachkaufen kann, aber es ist die ehrlichste Antwort, die ich euch geben kann. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass gegebenenfalls P2 oder irgendein anderer Produzent von Kosmetik in Deutschland einfach mal so eins oder ähnliches Produkt auf den Markt bringt. Es ist so ein tolles Produkt, um den unteren Augenbereich zu highlighten. Auch heute habe ich das wieder verwendet. Ihr seht vielleicht hier unten so einen leichten Schimmer unter den Augen. Ich denke, das ist nichts für jeden. Nicht jeder mag einfach einen gehighlighteten unteren Augenbereich. Gerade Personen, die schon etwas mehr Falten um die Augen herum haben, gehen manchmal lieber den matten Weg. Ich persönlich finde das einfach schön. Ich finde, es sieht jugendlich und frisch aus und ich benutze das wirklich fast täglich. Es ist ein ganz tolles Produkt. Als nächstes habe ich die Kategorie Bronzer und da habe ich mich auch sehr, sehr eindeutig für einen Bronzer entscheiden können, und zwar den Butter Bronzer von Physicians Formula. Auch da habe ich mich anfangs ein bisschen kontrovers zu geäußert, denn der Duft, den viele total überragend finden, war für mich anfangs so ein bisschen erschlagend. Ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile wirklich an ihn gewöhnt. Und mittlerweile finde ich ihn super, super schön. Also ich glaube, das war nur einfach so ein Anfangsmoment, dass ich dachte, boah, das kenne ich so nicht, das finde ich ein bisschen wunderlich. Mittlerweile finde ich den Duft sehr angenehm. Ich habe ihn lieben gelernt. Über den Duft kann ich hinweggehen, weil das Produkt als solches einfach ein Kracher ist. Es ist für mich der perfekte Bronzerton, wie ihr sehen könnt vielleicht. Ist der nicht ganz platt matt, sondern der hat so einen leichten, samtigen Effekt. Richtig, richtig toll. Auch ich trage ihn heute übrigens auch auf der Wange und ich liebe, 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 liebe dieses Produkt. Mit 17 Euro ist das jetzt natürlich auch kein Schnapper, aber es gibt auch ehrlich gesagt teurere Teile. Und wenn ihr dieses Produkt noch nicht angeguckt habt, macht das auf jeden Fall. Es ist sein Geld wert und auch den würde ich immer mitnehmen auf eine Insel. Jeder, der meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß, Blush ist eins meiner... Es ist einfach mein Ding. Es ist mein Produkt. Ich liebe Blush. Ich liebe Blush an meinem Gesicht. Es gibt mir ein bisschen mehr Farbe zurück. Ich bin ja mit blond und blauen Augen und so weiter gesegnet. Und da wirkt man oft leicht etwas nüchtern, möchte ich es mal nennen. Und alles, was mir Farbe zurückzaubert ins Gesicht, bin ich ein voller Vertreter von. Dementsprechend ist das Thema Blush bei mir sehr hochgeschrieben und geliebt. Da fiel es mir natürlich bei meiner großen Auswahl an Blush nicht sehr leicht, mich zu entscheiden. Aber ich habe mich für ein Produkt entschieden, was ich schon einige Zeit habe, was ich absolut alltags- und für jeden Farblook tragbar finde und auch immer wieder super gerne dazu greife. Es wird jetzt wahrscheinlich einige überraschen. Ich weiß, ich habe, als ich das Produkt anfangs neu hatte, auch sehr viel darüber gesprochen, weil ich es einfach so, so, so überragend gefunden habe. Und weil ich aber so viele Produkte habe, ist es dann so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und ich habe es nicht mehr so häufig gezeigt. Aber dieser Blush, nämlich der H&M Blush in der Farbe Rosy Brown, ist für mich einfach wirklich eine Granate, Freunde. Ja, und der Name Rosy Brown ist hier einfach Programm. Ihr habt hier ein richtig schönes altrosa, aber ohne Mauve-Ton, aber mit leichtem Braun-Ton. Also es ist einfach ein Kracher und der geht für alles. Der geht für kühle Looks, der geht für warme Looks, der geht für bunte Looks, weil er nicht so extrem ins Auge springt. Und ja, ich liebe, liebe, liebe diesen Ton. Ich trage ihn auch heute übrigens auf der Wange. Und ja, ich kann euch diesen Blush von H&M Beauty nur ans Herz legen. Es ist ein ganz toller Alltagston, wirklich. Also guckt euch den auf jeden Fall mal an. Dann gehen wir mal weiter zu Highlighter und da fiel es mir tatsächlich persönlich gar nicht schwer, mich zu entscheiden. Seit ein paar Monaten habe ich ein Produkt in meinem Repertoire an Kosmetik, was mich einfach von Anfang an absolut überzeugt hat. Und zwar ist das die Smashbox Highlighter Palette in Kooperation mit Casey Holmes in der Farbrichtung Pearl. Es gibt ja zwei, es gibt ja einmal Gold und es gibt einmal Pearl. Und für ein Menschenkind wie mich ist Pearl einfach perfekt. Es ist der Oberhammer. Und was ich so schön finde an dieser Palette ist einfach, dass ich mich nicht festlegen muss. Ich habe einen sehr subtilen, sehr hellen Highlighter, der überhaupt keine Hauttextur irgendwie negativ beeinträchtigt oder sonst irgendwie was. Also auch Leute mit super großen Poren oder Aknenarben oder können diesen Ton so überragend toll verwenden, weil er, wie gesagt, er betont einfach Textur überhaupt nicht. Und ich finde, das ist ganz, ganz selten zu finden bei Highlightern. Oftmals, logischerweise, zeigen die einem natürlich das an Makeln, was man einfach im Gesicht hat, leider. Das geht uns allen so.
Und dieses Produkt hier ist einfach überragend für Leute mit Textur. Das muss ich einfach mal so sagen. Dieser mittlere Ton, der geht ein bisschen mehr ins Champagner-Gold, sag ich jetzt mal so. Ist noch ein bisschen intensiver als Nummer 1. Und Nummer 3, habe ich auch schon öfter gesagt, ist einfach nur so ein Topper, den man nochmal oben drauf tun kann, der auch ein bisschen glitzeriger ist. Also darüber lässt sich streiten, aber die ersten beiden Freunde des Butterbrots, das ist echt ein Renner. Dann nehme ich jetzt mal einen Pinsel dazwischen. Ich habe auch gedacht, ich nehme mal meinen absolut liebsten Pinsel, auf den ich nicht verzichten möchte, den ich unersetzbar finde. Und der grätscht uns jetzt quasi die Thematik mal von Gesicht zu Auge. Der Pinsel, auf den ich nicht mehr verzichten möchte, ist der Multitask Brush von Real Techniques. Tut mir leid, ich habe ihn eben für meinen Rouge verwendet, deswegen ist er noch so ein bisschen rosa an der Decke. Das hier ist eine kuhmilchgebende Wollsau, dieses Teil, ja. Ich benutze ihn für Blush, ich liebe ihn für Blush, weil er so super auf den Apfelbäckchen zu verwenden ist. Man kann ihn aber aufgrund von seiner Form rein theoretisch auch für Mineralpuder verwenden, wenn man das Ganze so einarbeitet. Wer ganz wild drauf ist, könnte ihn sogar für Foundation verwenden. Für einen eher leichten Look könnte man ihn dafür eben auch verwenden. Ihr könnt ihn für Bronzer verwenden. Ganz ehrlich, Freunde, ihr könnt ihn für alles verwenden. Für alles, für absolut alles. Ich liebe diesen Pinsel, ich würde ihn mir immer wieder nachkaufen und es ist mein absoluter Favorit. Kommen wir zum Thema Auge. Auch da fange ich an mit meinem Primer. Hier fiel es mir auch nicht schwer, mich zu entscheiden. Ich habe mich für den Paint Pot von MAC entschieden in der Farbe Soft Ochre. Der funktioniert für mich einfach super. Ich verwende ihn fast jedes Mal beim Schminken. Guckt euch bitte an, wie viel da noch drin ist. Und ich habe den ungelogen seit 3 Jahren. 4 Jahre? 3 Jahre. 3 Jahre habe ich den. Und er ist nicht günstig für einen Primer. Er liegt bei, nagelt mich nicht fest, ich glaube, liegen bei 24 Euro die Teile. Aber es ist absolut das Geld wert. Es gibt einige Versuche, dieses Produkt zu dupen. Sagt man das? Kann man das so sagen? Wenn nicht, dann hätte ich das Wort jetzt mal für uns entwickelt. Und die sind alle okay, aber keiner ist für mich so wie dieser hier. Also, der ist wirklich toll. Großartiges Teil. Würde ich allem anderen vorziehen. Dann wollt ihr jetzt wohl die Palette sehen. Das machen wir aber noch nicht. Wir machen erstmal weiter mit den Augenbrauen. Ja, wer meine Videos schon länger sieht, der weiß, ich habe, was das Thema Augenbrauen angeht, einen Favoriten. Seit Jahren. Und zwar dieses Teil hier. Ich habe auch gestern gerade wieder festgestellt, ich bin einfach ein Eyebrow-Pencil-Typ. Ich habe gestern nämlich erfolglos versucht, eine Pomade zu verwenden, um hinterher wieder zu einem Stift zu greifen, um das zu retten, was ich in Sand setzte, möchte ich jetzt mal sagen. Und ich liebe diesen ganz besonders. Es ist der Eyebrow-Pencil von Max Factor in der Farbe 002 Hazel. Es ist ein wunderschöner, aschiger Ton. Ich habe ihn auch jetzt heute auf den Augenbrauen. Und ja, ich würde dieses Produkt einfach jedem anderen Augenbrauenprodukt vorziehen, weil es für mich einfach super in der Farbe ist, super im Auftrag ist, günstig, hervorragend. Ich kann nichts anderes sagen, außer mein absolutes Lieblingsaugenbrauenprodukt ist hier verkörpert. So, jetzt kommen wir mal zur Palette, oder? Auch beim Thema Lidschatten habe ich mich übrigens für 2 Kategorien entschieden, nämlich einmal für Einzellidschatten und einmal für Palette. Wir fangen mal an mit der Palette. Die Palette, wo ich wirklich vom Herzen sagen kann, die hat mich seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren, mal wieder so richtig vom Hocker gerissen. Es gibt einige, die ich super finde, die ich auch gerne verwende. Auch meine selbst zusammengestellten Paletten waren im Gespräch jetzt für dieses Produkt der Produkte. Aber ich muss euch sagen, die Sweet Peach Palette ist für mich einfach fast perfekt. Man kann so viele verschiedene Looks schminken. Man hat kühle Töne, man hat warme Töne, mehr warme als kühle, seien wir ehrlich. Aber es gibt auch ein paar etwas kühlere Töne. Und ja, für mich und für meinen Hautton und für meine Augenfarbe finde ich die nahezu perfekt. Und sehr universell einfach. Und ja, deswegen und weil die Qualität auch einfach ein Renner ist, kommt sie in dieses Video-Line rein. Und ja, ich finde sie einfach überragend. Wenn ihr sie noch nicht angeschaut habt, guckt sie euch auf jeden Fall an. Ich werde euch auch gerne mal das Video von mir verlinken, wo ich mir einen Look damit geschminkt habe, wenn ihr Interesse habt. Und ja, die ist einfach wunderschön.
Kommen wir zum Einzellidschatten. Und zwar gibt es da eine Farbe, die für sich für mich einfach herauskristallisiert hat, die ich immer tragen kann. Und zwar immer. Zu jeder Tag- und Nachtzeit, in jeder Lebenslage. Und zwar ist es von Make-Up Geek die Farbe Pocket Change. Das ist dieser Ton hier. Es ist ein wunderschöner Bronze-Braunton, aber nicht zu warm, nicht zu kalt. Es ist einfach ein Traum. Und den kann ich mir immer auf mein komplettes, bewegliches Augenlid auftragen und bin bereit zum Loslaufen. Ist ein ganz, ganz toller Ton und eine riesengroße Kaufempfehlung. Guckt euch den auf jeden Fall an. Kommen wir zum Thema Kajal bzw. Eyeliner. Deswegen habe ich euch auch da mein liebstes Produkt einmal rausgeholt. Und zwar ist das der Rimmel Scandalize in Nude. Auch den trage ich heute in meiner inneren unteren Wasserlinie. Ich finde einfach, also ich bin jemand, der tendenziell kleine bis normal große Augen hat. Und ein heller innerer unterer... Mal gucken, wie lange ich das noch machen muss, damit es hinhaut. Eine innere untere Wasserlinie ist für Menschen mit meiner Augenform wirklich, wirklich gut geeignet, um die Augen ein bisschen zu öffnen. Ich mag das einfach sehr und ich mag lieber offene, klare Augen als super erotische Cat Eyes. Also es ist für mich, das ist einfach nur Geschmackssache und das wäre mein Geschmack. Dementsprechend ist das hier meine Wahl. Ich möchte euch aber meinen liebsten Eyeliner auch einfach nicht vorenthalten. Vielleicht habt ihr ihn auch schon mal in anderen Videos gesehen. Und zwar ist das der Super Precise Eyeliner von Essence. Der ist einfach ganz toll. Ich habe ja selber sehr ölige Augenlider und dieses Teil hier, das hält bei mir wirklich richtig toll den ganzen Tag. Und dementsprechend wollte ich euch das als Alternative einfach auch nochmal zeigen. Beim Thema Lippen habe ich sogar in drei Kategorien eingeteilt übrigens. Und zwar in die Kategorien klassischer Lippenstift, Liquid Lipstick und Lipgloss. Ich fange an mit dem Lippenstift. Ich weiß gar nicht, ob ich über dieses Produkt schon mal geredet habe, aber es begleitet mich schon sehr lange und das ist wirklich aufgrund von seiner Konsistenz und seiner Farbe und seiner Haltbarkeit mein absoluter Favorit. Ich spreche vom Milani Lippenstift in Nude Creme, das ist die Nummer 26. Wenn ihr Interesse an diesem Produkt habt, ich habe meins damals über Amazon bestellt. Wenn ich den Link finden kann, werde ich den in die Infobox verlinken. Es ist ein wunderschöner Nude-Ton. Ein ganz, ganz tolles Alltags-Nude. Leicht peachy, leicht rosenhölzern. Ein ganz, ganz toller Ton. Ich glaube, der würde vielen von euch gefallen. Guckt euch den auf jeden Fall mal an. Der Duft geht sehr in die Melonenrichtung. Anfangs fand ich auch den ein bisschen kritisch. Ich habe mich aber auch daran gewöhnt und die Haltbarkeit ist einfach ganz, ganz, ganz toll. Der ist super deckend, hält euch wirklich von hier bis Mappen. Ganz, ganz, ganz toll und ja, guckt euch den an. Sind auch nicht so extrem teuer. Spitzenprodukt. Bei den Liquid Lipsticks fiel es mir überhaupt nicht schwer, mich zu entscheiden. Miami Fever von Ofra musste mit in dieses Video. Dieses Teil, das hat mein Herz im Sturm erobert, Freunde. Das ist so ein unglaublich toller Ton. Die Formulierung ist der Oberkracher. Super schöner, warmer Rostton. Oh Gott, ich kann nicht sagen. Der Duft, Freunde, der Duft. Ach, ein Traum. Und zum dritten kommen wir zu meinem liebsten Lipgloss. Auch den habt ihr vor nicht allzu langer Zeit gesehen. Es ist der Sigma Lip Eclipse in Rosette und es ist ein super, super schönes, rosanes Gloss. Es ist einfach so, so schön. Guckt euch die auf jeden Fall einmal an, die sind ein Traum. So, zum Abschluss meines Make-ups kommt immer in der Regel ein Setting Spray. Auch da habe ich euch eins rausgesucht und zwar meinen absoluten Favoriten. Das Urban Decay All Nighter Setting Spray ist mein Favorit. Es nimmt euch das Puderfinish weg. Und was ich überragend an diesem Produkt finde, ist einfach wirklich, dass es die Haltbarkeit meines Make-ups eindeutig verlängert. Es ist das einzige Produkt, was das für mich macht. Tatsächlich, ich habe schon einige probiert. Viele nehmen mir einfach das Puderfinish weg, was ich völlig fein finde. Ich bin da richtig, das ist richtig okay für mich. Aber dieses Produkt ist überragend und herausragend, weil es eben auch die Haltbarkeit meines Make-ups positiv beeinflusst und einfach mein Make-up länger halten lässt. Dementsprechend ist das, was ich auf jeden Fall mitnehmen würde auf eine Insel. So, und wir alle wissen ja, dass ich eine Nagellacktante bin, ne? Das haben jetzt, glaube ich, alle begriffen. Und dementsprechend darf natürlich ein Nagellack nicht fallen. Und ich glaube, das war die Kategorie, wo es mir am allerschwersten gefallen ist, mir ein Produkt auszusuchen.
Wer mich aber gut kennt, weiß, dass ich auf einen Nagellackfarbton nicht verzichten kann und auch nicht verzichten werde. Und zwar ist das Rot. Rote Nägel und ich gehören zusammen wie Butter und Brot, wie Pech und Schwefel. Wir sind einfach eine Einheit. Und zwar habe ich mir deswegen einfach mein zurzeit liebstes Rot geschnappt und es euch für dieses Video hier einmal rausgesucht. Es ist die Farbe 444 Orange Triumph von L'Oréal aus dieser Vernice Öl, Nagellack, Gedöns Reihe. Und ja, es ist einfach so ein tolles, tolles Rot. Ich liebe persönlich auch ja orange-stichige Rottöne an mir noch mehr. Also ich mag das einfach an meinen Fingern auch gerne angucken. Mir geht das auch übrigens mit den Lippen so. Heute trage ich ja ein sehr blau, fast himbeerfarbenes Rot. Müsste ich mich entscheiden, würde ich immer ein orange-stichiges Rot für mich und meinen Hautton nehmen. Aber Rot in allem finde ich einfach, es ist so eine schöne, positive, lebensfrohe Farbe und dementsprechend muss ich immer einen roten Nagellack am Start haben. So, meine Hübschen, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video und an den gezeigten Produkten. Schreibt mir bitte auf jeden Fall in die Kommentare, was eure Produkte der Wahl sind, auf die ihr auf einer einsamen Insel nicht verzichten wollt. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen ganz schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann! Ciao!